So, da bin ich wieder. Ja. Oh Gott. Ich glaube, Mappa ist noch nicht zurück, ne? Oder? Oh doch. Ja, oder nein? Ja, oder nein? Kuckuckuckuck. Was ist das? Hallo, hallo. Danke. Ah, hi. Du auch hier? Ja, ich habe mich verlaufen. Können Sie mir sagen, wie ich hier wegkomme? Ah, nee, tut mir leid. Sie Verdammt. haben sich verwirrt. Wiederhören. Tut, tut, tut. Diet, 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 diet. Ah, schön. Na, ich weiß ja Wirklich nicht. schön. Okay, jetzt muss ich irgendwie. Das muss ich irgendwie. Ich muss mal ganz kurz hier alle Fenster irgendwie richtig hinschieben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich etwas rein und raus habe. Na, wieso? Ist doch noch Warum schon? alles. So. Ja, das Problem ist, ich muss bei der einen. Bei dem einen muss ich sehen, ob ich gemutet bin oder nicht. Wenn ich das so mache. Okay, dann sehe ich bei dir den Chat und ich sehe Ach, von dir hier alles. gibt's ja schon einen Clip, wa? Ja. Natürlich. Ich habe mich Natürlich wohl gibt's den. so erschrocken, als unter Wasser kam da auf einmal so eine Muräne direkt auf mich zugeschwommen. Das war ein bisschen widerlich. Sind wir etwa schadenfroh, Madame? Ja, ein bisschen. Aber von mir gibt es ja auch einen Clip, also. Nee, der Clip ist ja von dir, von mir gibt's keinen. So, das von dir wäre schade. Ich muss von dir auch Tudu. noch welche machen. Was? Nein. Das Gute ist, ich kann bei dir nachträglich Clips raushauen. Nicht lustig. Ja, ich kann bei dir halt, ne, auf die Videos zugreifen. Ich kann es halt nur mal extra Ja, ich kann bei klippen. dir halt. Gott, ich will mal Spaß haben. Ich sehe schon, ich werde Nein, so entmoddet. schnell nicht. Na gut. Gott sei Dank habe ich hier Glück gehabt. Ach du meine. Ja gut, okay. So, passt. So sollte. So sollte das passen. Sehrchen, sehrchen, sehrchen. Also, ich bin nicht bereit, ne? Nee. Da muss die Stream hängen, nur. Ja, das tut mir leid. Aber da können wir leider nichts. Da können wir leider nichts dran ändern. Nee, bei mir ist alles im grünen Aber. Bereich, ja? Ja, bei mir auch. Ja, aber Angst. Warum? Ich muss gestehen, ich habe bei mir jetzt Balkontür zugemacht und das Licht angemacht. Ich habe bei mir Internet. Internet, ich habe bei mir Internet. Ja, gut. Ich habe bei mir Licht dunkler gemacht. Ja, ich habe Angst. Ja, dann macht das Licht doch wieder hell. Nein, dann ist die Stimmung nicht so gut. Wieso drückst du schon auf bereit? Sind wir schon bereit? Nein, sind wir nicht, aber ansonsten sitzen wir die ganze Zeit an dem Bildschirm. Ja, ich finde den schön. Ja, ich auch. Ich will auch nicht weitermachen. Schön, dass wir uns da einig sind. Ach, ich spiele hier das für Madame Zicke. Toll. Ich dem Bruder. Ha, oh, hi, ne? Wollen wir Liebe machen? Hä? Geschwisterliebe. Jetzt bist du Komm her. eklig. Komm her, Geschwisterliebe. Komm, komm, komm. Oh nee. Ja, wie Sie merken, wir sind hier auf einem niveaulosen Kanal. Oh, warte mal. Geh weg, ich will das antatschen. Ich will das Toll. antatschen. Oh, sie will mich Toll, antatschen. jetzt hat er es weggeschmissen. Ich wollte das auch antatschen. Hui. You touch my tra-la-la.
Steht der Affe mir im Weg hier, ey. Geschwisterliebe, Geschwisterliebe. Wir singen den Geschwisterliebe-Song. Wir haben einen Song dazu? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ja, das war die Einleitung. Hey, hey. Ja, genau, Hybrid, genau. Na los, marsch! Das Schlimmste ist, das Lied triggert mich halt, ne? Ich würde es ja als Alert reinpacken, wenn es mich nicht so triggern würde. Wenn es mich nicht so hart triggern würde, wenn ich es höre. Los! Du weißt ja nicht, Markus. Musst du Mappa fragen? Nee, das zeigt er mir nicht an. Oh Gott. Das Ding ist, beim Mappa hat halt nicht die Einstellung, die ich habe. Also gut, eine Einstellung gäbe es, aber... da weiß ich nicht, ob sie die offen hat. Was denn? Ob du bei dir das Aktivitätsfeed offen hast, das weiß ich halt nicht. Weil, nee, stimmt, du hast den Chat und du hast die Titel. Ja. Warte mal. Ich gehe einmal ganz kurz in die Pause. Du meinst bei OBS? Ah, nee, das geht, oder? Warte, doch, Docs. Geh mal bei dir in OBS auf Docs. Wo steht denn das schon wieder? Oben in der Leiste bei Datei bearbeiten, Ansicht Docs. Ach, da oben, wo ich das andere drüber, ja? Und dann einmal auf Twitch-Aktivitätsfeed. Dann müsst du entweder so ein Ding aufploppen, was du wieder irgendwo reinziehen kannst. Dann siehst du auch, wer dir folgt. Juhu, ich habe 3 neue Follower. Okay, ja, es funktioniert da nichts. Okay. Ja, jetzt sieht man aber auch, wer folgt und wer nicht. Das war eine Einstellung, die ich vergessen hatte, dir zu zeigen. Sorry. Ich dachte, die wäre halt automatisch mit in dem Bildschirm mit drin, aber... Ja, ich habe sie jetzt mal irgendwo... Nee, da passt mir das nicht. Okay, Mappa passt erstmal nochmal alles an. Aber ich muss hier auch erstmal kurz das wieder. Und das wieder. So. Uhu, Markus. Jo. So, Stuhlbein, dass wir wieder richtig schieben. So, ich glaube, ich hab erstmal. Okay. So. Okay. Hey, Aidaria, willkommen! Hi! Na? Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Wir stehen echt alle Haare zu Berge. So, ich sehe jetzt gar nicht. Warte, ich muss einmal noch mal kurz raus. Ich sehe jetzt gar nicht, wenn du die stumm schaltest. Ich muss das einmal so rüberlegen. Jetzt. Es ist einfach kontraproduktiv, wenn ich nicht sehe, ob du... Ne? Ob und so. Mal ganz kurz aufgehört, ich sollte aufhören, Cola zu trinken. Ja, die Cola. The Mask of Mess. The Mask of Madness. So. Der ist ein Kreuz. Oder Funkels. Geh weg! Das ist mir! Geh weg. Aha! Ey! Nein! Ja! Müller! Spiel nicht mehr mit. Du klaust mir alles. Oh, komm hier, mein Brüderchen. Wollen wir Liebe machen? Nein. Geschwisterliebe! Geschwisterliebe! Wollen diese Idioten von uns? Ich lauf gegen die Wand, glaube ich. Ich sehe hier nichts. Ich lauf gegen die Wand. Ja, wer hat, der kann. Ja, ich auch. Ich glaube, wir auch gegen eine Wand. Ah, schön. Was war das
Wirklich, wirklich schön. Okay, sofort weiter. Oh Scheiße! Oh Gott! Was geht denn bei dir schon wieder ab? Da stand Alex auf einmal. Ich habe was zu lesen. Okay. Internes Memo. 14. Armeedivision. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Er ist komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat. Antritt um 2400, siehe Dienstplan. William P. Ford, Kopie an QMAMS. Okay, fertig gelesen. Oh Mist. Scheiße, ich wollte gerade von hinten kommen. Ach, du bist ein Ferkel. Warum kann ich... Ich kann das nicht lesen. Warum kann ich das nicht lesen? Ich will auch lesen. Weil du mir alles weggeschnappt hast vorher. So, Bill. Das ist Mobbing. Okay, ihr alle in den Raum. In den Raum. Wie die Hühner ist. Hey, es ist dunkel hier drin. Nein! Jetzt on devrait leur donner quelque chose. S'enfuir. Oh. Oh ja. Yeah. Danke. If you happy and you know, say meow, meow. Meow. If you happy and you know, say meow, meow. Meow. Miau, miau! Wo zur Hölle sind wir hier? Papa trifft eine Entscheidung. Ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Zwei. Sei doch kein Clown, Conrad. Das ist ernst. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Warum triffst du die ganzen Entscheidungen? Für auch mal Entscheidungen. Ja, Mann. Wie sie verkacken können. Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ich wäre ja für Sterben. Dann sind wir fertig. Wir wollen sie hier Leben durchkriegen. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Nicht sterbend. Lebend. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Ich suche immer noch die Taste, wo man sieht, wie... Warte mal. Nee. Okay, Entschuldigung. Was? Wo sieht man nochmal, wie der Partner, also wie die Verbindung zu den anderen Charakteren ist. Ich konnte das so irgendwie sehen. Warte, ich guck mal bei Einstellungen, ob er mir da irgendwas einzeigt. Ne, bei Einstellungen da. Ist dann nur das. Da, Datenanalyse-Einstellung. Ne. Also nicht. Irgendwie ging das. Ich werde einmal kurz versuchen, die Taste herauszufinden. Ja, google mal. Nein, dazu müsstest du einmal kurz auf Fortsetzen gehen, dann kann ich einmal kurz die Tasten durchgehen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit auf Pausieren gehe. Das wäre dann etwas semi toll. Okay, das ist auch Pausieren. Wir haben drei Tasten für Pausieren, glaube ich. Oder zumindest zwei. Die beiden. Da war nichts.
Naja, vielleicht steigt Dresden ja wenigstens in FIFA 21 auf. Jetzt sind sie ja abgestiegen. Soll ich diesmal nicht? Du hast schon wieder Pause gedrückt. Ja, aber diesmal war es die andere Taste, bei der es vorher okay war. Hä? Versuch mal um 9. Okay, wir haben tatsächlich 3 Tasten, um ins Pause-Menü zu kommen. Aber keine Taste, um uns anzugucken, wie wir zueinander stehen. Das ist sehr gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Na gut, dann versuche ich es halt nicht. Oh, mehr. Scheiße! Was? Ich muss mal Spiel neu starten. Lalalalalala. Was hast du gemacht? Mein Steam-Overlay ging auf und ich wollte das schließen, da stand stoppen, erzwingen. Hab gedacht, das Steam-Overlay geht denn weg. Ja, da war das Spiel weg. Sorry. Okay, warte mal. Ich guck mal kurz dein Menü. Okay, Bilder. Vorhang ansehen. Ach, das war die Entscheidung. Ja gut, dann kann ich mir jetzt wenigstens die Sachen angucken, die ich mir angucken wollte. Ja, schön. Hast ja wenigstens gefunden, wo das ist. Nee, ja leider nicht. Das geht ja leider nur im Hauptmenü scheinbar. Oder wenn man alleine spielt. Ach so. Ladest du mir wieder ein? Ja, ich lade dich gleich wieder ein. Geheimnisse. Da fehlen aber ein paar Geheimnisse. Okay. Naja, ich wollte das Spiel jetzt auch nicht auf 100% durchbringen. Nicht? Nee? Wie lange bist du für eine? Weißt du, du scheißt dir schon in die Hosen 3 Monate, bevor es losgeht. Das war ein Scherz. Die Geschichte des Horrors in Anthologien. Sie sehen eine Kurzdokumentation zur Geschichte des Horrors in Anthologien. Sie sehen ein Interview mit Sean Ashmore. Oh nein, bitte nicht. Aber was sagst du eigentlich zu dem Spiel Dresden vs. Kaiserslautern? Eine mega geile Party im Gästeblock. Ihr habt uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen, beziehungsweise gehört. Von Hybrid. So, der Kaiser ist wieder am PC. Ich muss aufstehen. Okay. Jetzt was? Darfst du. Kitty geht ins Bett? Ach, nee, Kitty setzt sich wieder am PC. Was? Mappa raus? Was? Auf dem Bett ist. Ja, Hybrid, was soll ich dir sagen? Devil and me. Leider habe ich die Tore verpasst und habe dann nachher die letzten 2 Minuten gesehen, weil ich mit Aldaria das alles eingestellt habe. Aber als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich ja sehr glücklich. Ich war sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Ich fand das toll. Okay. Ich drücke hier gar nichts mehr. Wenn ich irgendwas drücke, frage ich dich vorher. Ich drücke hier gar nichts mehr. Gar nichts. Mapp hat gar nichts gemacht. Gar nichts. Jetzt habe ich schon 3 Einladungen von dir für dasselbe Spiel. Sie stapeln sich. So, ich habe gehört, wir starten die Geschichte neu. Was? Nein? Speichert der nicht? Doch, speichert er. Oh. Ich wollte sie nur kurz einsparen. Nur eine Knopf gedrückt. Nur eine. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur eine Knopf gedrückt. Ich habe bloß die Taste gefeiert gedrückt. Ohne Ende. Gefeiert ohne Ende. Aber wir haben es ja schon gesungen, für den Derby-Sieg geholt haben. Wir steigen ab und nehmen euch mit. Ja, euer Versprechen habt ihr wahrgemacht. Finde ich gut. Warum seid ihr glücklich, wenn Dresden verliebt? Was? Also verliert. Weil wir keine Dresden-Fans sind. Der Osten gehört dem Hansa Rostock. Ja, gut. Gut, da bin ich raus. Blau, weiß, rot bis in den Tod. Wupp, wupp.
Ich feiere gar keine Mannschaft, weil ich Fußball nur mag. Gut, feiern tue ich jetzt auch keine Mannschaft, aber ich bin halt 96-Fan, ne? Sofern man Fan sein kann. Von einem Affenverein. Was? Affenverein? Ja, genau. Genau. Wobei eher wegen, na gut, eigentlich die Mannschaft auch. Aber eigentlich eher wegen der Fans. Der angeblichen. Muss dann mal los. Nein, Ryan, hier. Wobei, wolltest du nicht eigentlich schlafen? War da nicht was? Na, ich weiß auch nicht. Lol, hab ich ein Glück, dass ich nicht bei FF online bin. Ja, gut. Ich weiß, ich noch jünger war, Blau-Weiß-Fan. Was, HSV? Liegt doch im Bett. Ja, aber ich wollte schlafen. Ryan, nimmst du mich mit? Musst du mich mal auf bereit drücken? Oh, sag doch was. Ich bin schon gewundert, warum das Bild sich nicht ändert. Schalke 04. Ah, Schalke, okay. Na gut, keine Ahnung. Fußball halt. Ja, da kriegen wir dich auch noch groß, Aldaria. Was? Womit kriegt ihr mich groß? Bin auch nicht on. Meine beste Freundin hat meine PS4 bis morgen Abend. Tja. Dann wird's wohl nichts mit Umarmung. Hack for free! Also Hacksteak for free. Was? Ja, bring her. Ich wollte meine Käsestulle machen, mein Käse war schlecht. Jetzt habe ich eine Salzstulle gegessen. Ey, echt? Wir fangen von vorne an? Nein, mach keinen Scheiß. Nein. Nein, das ist das Review dazu, oder? Ich muss schon wieder auf die olle Puppe hauen. Nee, wir fangen ernsthaft. Ey, hör auf. Nein, habe ich das jetzt... Ich denke, der speichert das. Eigentlich ja, warte mal. Wir gehen jetzt zurück ins Hauptmenü. Ich habe halt einfach auf Fortsetzen gemacht, ne? Weil ich dachte, wenn man fortsetzt, ne? Geht halt die Story weiter. Können auch auf Spiele angehen. Mal sehen, wo wir dann rauskommen. Oh. Okay, aber. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin ins Hauptmenü gegangen, weil wir ja nicht in. Wir wollen ja nicht von vorne anfangen. Nein, bitte nicht. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt auf Spielladen gehe, dass es dann anders aussieht. Huch. Ach ja, ich muss ja wieder deine vierte Einladung annehmen. So. Storyladen. Da ja, steht wieder hier. Chinesischer Markt. Ich finde das gerade nicht lustig. Gefangenen Offizier ist da. Ja. Oh, das Gott müsste jetzt Dank. Richtig sein. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gekriegt hier. Ich hätte dir das in Rechnung gestellt. Ja, ist okay, hätte ich dann bezahlt. Hätte ich das auch in Naturalien abarbeiten können, du? Oh. Ja, okay, jetzt bin ich ganz ohr, ne? Ich hab ne flinke Zunge, du. Oh, Papa. Mm. Luder, du. Wir waren ja über 18, ne? Sie ist bei mir gar nicht eingetragen. Ja, wir sind ups. Über 80. Kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen auf diesem Nein, wir sind keine Kaiserlautern-Fans. Sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg heraussuchen. Wir sind Hannover, Aue und Hansa Rostock. Und gar keine Fans. schön. Bitte diesmal keine Fans, um das zu drücken. Was da wohl passiert ist? Nein. Schön. Kratzer. Kratz me, Baby, kratz me. Wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen.
Stand da was im Kleinen? Was ist los? Wir leben unser Leben, Conrad. Was davon noch übrig ist. Okay. Das bleibt ein Geheimnis, Markus. Okay, ich muss lesen. Warte. Klingt so, als hätten es alle hier unten gehasst. Fräulein J. Rivera, Apartment 2. 2, 7, ich muss mich auch. Bloß nicht da unten arbeiten. Ja, oder es gibt da Supergeister. Das ist. Was? Geister, aber in 16 Bit. Genau, aber keine Ahnung, was du meinst. Supergeister. Ja, klar. Supergeister. Bleiben wir einfach ruhig und suchen einen Weg hier raus. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen. Wen juckt's, was die wollen? Ich will, dass sie für all das bezahlen. Klar, aber zuerst müssen wir mal hier raus. Also, was tun wir? Wir haben nur zwei Optionen. Wir schleichen uns raus oder wir kämpfen hier. Fertig so gelesen. Abhauen wäre wohl besser. Ich kann auch lesen. Ich weiß echt nein. Nicht. Nein. Ah, nee, da muss ich nicht lesen. Okay, also sehr von gut. Hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen. Vermisst hier jemand seine Brille? Okay, klar. Nee, ich hab meine auf, danke. Okay. Boah, die Steuerung ist echt, ne, gewöhnungsbedürftig. Die ist jetzt sehr, sehr schwammig. Hey, guck, was ich gefunden habe. Nein, ich war noch am Gucken. Warte. Ich hab nur nicht fertig geguckt. Komm schon. Fuck. Warte mal. American Overseas. Bandenmord. Mord von 1947. Archäologen im Irak vermisst. 20 russische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hobson-Expedition traf letzten September im Königreich ein und war nach einigen Angaben den Relikten. Was auch immer. Warum das wohl abgerissen wurde. Zocken kann man das nur zu zweit, Markus. Ja. Komm und schau mal. Beziehungsweise, man könnte das auch bis zu 5 spielen, aber dazu müsste man alle in einem Raum sitzen. Was, man kann das zu 5 spielen? Ich dachte, das geht nur zu zweit. Ja, wenn alle in einem Raum sitzen. Dann geht das mit 2 bis 5 Freunden. Ich habe nur das in Erinnerung, was da vorhin stand. Wenn man auf Party-Modus spielt, dann kann man den Controller da die ganze Zeit rumreichen. Ach nee, das ist doch scheiße. Das habe ich mit Frutos gemacht. Aber nicht mit bei Man of Medan, sondern bei Antidawn. So, ich habe lesen. Bis gleich. Wie sieht's aus? Ich kriege ihn nicht auf. Yeah! Du hast abgebrochen. Konnte nicht lesen. Ich dachte einfach nur so, okay, ich drück hier einfach mal was, da wurde mir was angefangen. Ich wollte gerade anfangen, bums, war alles weg. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Ach toll, warum muss ich das jetzt machen? Die Frage habe ich mir jetzt auch gerade gestellt. Warum muss ich jetzt? Ja. Oh Gott. Hey, hey! Thank you.
Ich dachte schon, ich muss das alleine schieben, weil ich habe mich schon gewundert, warum das nicht vorangeht. Ich darf treten. Ich glaube, wir haben da jemanden verloren. Ich glaube, ich habe jemanden gemopfert. Ja, ich glaube auch. Scheiße. Ich glaube, du hast da jemanden auf dem Gewissen. Alter, was bist du für jemand? Und mit dir bin ich die Reihe durchspielen, das wird doch nichts. Scheiß drauf. Wir müssen als wenn du nie Fehler machst, danke. Ja, cool, aber ich bring keine um. Keine noch nicht. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Was nicht ist, kann auch werden. Nee. Ich bring niemanden um. Pass auf, und in den nächsten 3 Sekunden, zack. Tot. Oh, was hab ich hier? Meine Schwester haut einfach ab hier. Geheimnis gefunden. Okay, ich muss lesen. Ich kann mich nur leider gerade nicht stumm schalten. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Ja, wer weiß. Ah, da hör... Oh. Nee, alles gut. Ich habe mich bloß auch zusätzlich gestummt. Weil ich... Okay. Gut. Alles gut. Nee, ich dachte nur gerade... Warum bin ich alleine? Wer hat mich allein gelassen? Na, ich bin schon weitergegangen im nächsten Raum. Ah, Gott! Ich hab's bei dir gehört. War die Strafe fürs Mopfern? Ja, ich glaube auch. Oh, Wäsche. Musst du mein Bier opfern? Nee, Bier opfer ich nicht. Gott, ich frage mich. Im Allgemeinen nicht. Sie ist ein zähes Ding. Was machen Sie wohl mit ihr? Jay. Du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach das Beste, okay? Ja, mach mir kein schlechtes Gewissen, das ist unfair. Ja, aber du hast sie nur mal gemopfert. Ich weiß und ich muss damit leben. Ja, das musst du. Vor allem, ich sag, wir versuchen, dass wir alle am Leben halten. Zack! Ich hab gedacht, sie läuft dann mit, als ich die Lampe gegriffen hab. Nein, da bleibt die blöde Otze stehen. Dann frag mal die Passagiere im Zug, Markus. Vielleicht hat da einer dir dein Bier geklaut. Auf sowas passt man auf, das lässt man nicht alleine. Aber gut, dass du schön vorausgehst. Oh, hier ist ein Raum. Hehehe. Was ist da schon drin? Welchen Raum? Den ich hier drin bin. Oh, ich muss erstmal deinen Stream neu laden, der ist hängen geblieben. Ja, das habe ich die ganze Zeit am Handy. Also ich habe dich zwar am Handy, ich habe dich am PC laufen. Aber wenn ich bei dir im Chat rein tappe, dann bräuchte das Handy. Falls ich gleich an die Ladung hängen muss. Ach, du hast einen Plan vom Schiff gefunden. Mhm. Erschreck mich doch nicht so, Mensch. Oh, Toiletten, cool. Endlich kann ich mal pinkeln gehen. Ich sehe, wie das Ding runterfällt und die erschreckt mich einfach immer weg. So, nix anfassen, ich möchte jetzt was lesen.
Liebe Isles, ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sagt Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Okay. Möchtest du den auch lesen? Ich hab's jetzt dann ja bei dir. Das haben wir alles doppelt gelesen. Ich hab dir aber mal geleuchtet beim Lesen. Ja, ich hatte deine Haare im Gesicht. Oh, egal. Ich hoffe, die hat es da woanders. Wow. Was ist heute los, ey? Was denn? Ich bin, ohne Witz, ich bin die perfekte Flirtkönigin, oder? Flirten kann ich. Bestreite ich auch nicht. Wann kommst du mich besuchen? Oh, das ist es gerne. Hörst du das? Dieses schreckliche Geräusch meinst du? Hier ist, glaube ich, dein Jumpscare entstanden. Na klar, hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das. Klar. Oh, ist das ein Klugscheißer. Ja, ne? Ich schieb echt Panik. Er hat doch gerade was geleuchtet. Ui, ich guck durch dein Gesicht durch, geil. Oh ja, komm, von hinten. Eieieiei. Oh mein Gott, warum bin ich da hingegangen? Ich hab da jemanden unten gesehen. Was? Ich will zurück. Ja, lass mich durch. Mach doch mal Platz da. Ja, bei mir hat ja was ge... Ach jetzt. Du standst im Weg. Ja. Trinke aber mehr Mixery Esprit. Jemand ein Mixery trinkt, geil. Hab ich auch noch stehen. Da. Riesig. Hab ich da hinten hab ich stehen. Aber das ist keine Limo. Das ist alles, aber keine Limo. Das ist Mischbier. Mischbier, aber keine Limo. Ja, reg die Blase auch zum Pinkeln an. Mein Junge. Mein Junge. Oh, wie süß. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Auweia. Was, warte, was habe ich jetzt gesagt? Bin ich mir über das wirklich bewusst, was ich da gerade gesagt habe? Ich bin mir nicht sicher. Klar. Klar mischt man auch Bier. Alles fing mit Diesel an. Ich meine, Lütje Lager ist auch Bier gemischt mit Korn. Was? Also, in deinem ganzen Bier Leben, Markus? Was? Mhm. Komm, wir können Haier machen, hier sind Betten. Oh. Nee, nicht so wie du jetzt denkst. Nee, doch nicht. Woher weißt du, was ich denke? Aha, ich kenne dich mittlerweile. Mensch, Alter, okay. Geh zum Tisch hier. Okay, ich muss lesen, ich kann mich aber gerade nicht stumm schalten, weil Buch ist weg. Okay, gut, ich kann mich gerade nicht stumm schalten. 19. Juni. Habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Da sind Frischers und ich zusammengekommen. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinnwiskerbildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindung mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whiskerbildung verlangsamen. Was auch immer. Gut, ich habe ein Buch gefunden, muss jetzt auch lesen. Okay. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt, aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus? Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches. Aber er meinte, da war so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein.
Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag der 13. Paris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendein Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte, nach 4 Tagen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns sie heute Nacht an. Boah, so viel. Sonntag, der 15. Alles abgesagt. Der Typ, mit dem ich rein wollte, ist krankgeschrieben. Doc Finley denkt, der ist ein Drückeberger. Könnte sein. Wobei Miller was anderes behauptet. Der meint, in dem Frachtraum stimmt was nicht. Miller ist ein ziemlicher Angsthase. Mit dem möchte ich nie in der Klemme stecken. Dienstag, der 17. Paris sagt, die Jungs haben mehr Fusel gebraut. Hab keine große Lust, ihn zu probieren, aber gibt ja sonst nichts Besseres zu tun. Überraschung, der zweite Versuch war schlechter als der erste. Ich höre nie wieder auf Paris. Samstag, der 21. Letzte Nacht hatte ich mit Wolowitz zusammen Dienst und er hat mich ganz verrückt gemacht. Wolowitz hatte Schiss und hat angefangen zu schwafeln über irgendeinen Sergeant namens Jones, der im Dschungel vermisst würde. Er meinte, dass Jones und sein Team in den Kisten stecken würden auf dem Weg nach Hause, so wie wir anderen Versager auch. Ich hab's mir angeguckt. Und mein Gott, ich schwör's, der Kerl damals im Hafen hatte recht. Da standen die Särge absolut ordentlich, jeder mit einer Flagge drüber. Wenn das da drin Jones ist, dann haben sie ihm echt alle Ehre erwiesen. Der gute alte Onkel Sam lässt uns nicht da draußen allein. Er bringt uns alle heim. Ach, falsche Seite. Nochmal. Nochmal. Aha, das war's, gut. Denn haben fertig. Ja. Wunderbar. Hast du mir eine Taschenlampe aufs Buch gelegt oder war das meine? Nee. Die Taschenlampe lag dazu, aber ich glaube, als ich näher gekommen bin, ist es auch heller geworden. Na, mein Buch und ich weiß nicht warum. Oh, ich habe ein Bild gefunden. Ja, das habe ich auch gefunden. Yep. Ist ja eklig. Mhm. Etwas. Weißt du eigentlich, wie froh ich bin, dass wir das zusammen spielen? Warst du damals auch schon so weit? Ja, ne? Du warst schon weiter. Ja, ich war noch ein bisschen weiter. Aber nicht mehr viel. Bei mir hat es halt insgesamt länger gedauert. Mit den ganzen Szenen, weil ich ja beide Sichten gespielt habe. Also ich habe deine Sichten gespielt und ich habe meine Sichten, die ich jetzt hier spiele, gespielt. Das ist halt doppelte Länge. Ach so. Mhm. Deswegen, ab einem gewissen Punkt weiß ich nicht, was bei dir oder bei mir passiert. Hallo. Und willkommen in my repository. I am the curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions or die by them. Boom. There are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.